Hallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosser Oldorf. Heute habe ich immer so ein Schrankschloss von der Kundin und ja, da ist die Zuhaltung weg. Hier, die haben wir auch schon selber dann rumgeschliffen, finde ich nicht so gut, um das zu öffnen. Das macht man so nicht. Gut, okay. So, wie sieht das von innen aus? Also so, und hier fehlt natürlich die Zuhaltung. Jetzt die Frage, wo kriege ich eine Zuhaltung her? Okay, erstmal brauche ich einen Schlüssel. Das ist dieser, ich habe einfach so einfach einen Haken genommen, erstmal einfach nur so zum Testen. Funktioniert der hervorragend. Gut, dann ist es so, jetzt müssen wir da irgendwas konstruieren, damit das funktioniert. Wie mache ich das? Ich nehme einfach solche Schrankschlösser hier. Oder so, ein bisschen Werbung machen. Eigentlich habe ich dazu auch gleich den passenden Schlüssel im Scharnier. Kriegt man auch so im Baumarkt. Schauen hier, ja, der geht auch. Ne? So, und jetzt kommt es einfach. Ich mache das einfach auf und hier habe ich eine Zuhaltung drin. Ich muss nur sehen, ob das hier das Dornmaß das gleiche ist. Nicht ganz. Ja, das kann ein kleines Problem geben. Sollte nämlich eigentlich schon das gleiche Dornmaß haben, sonst bekomme ich dann nämlich nachher ein kleines Problem. Ja, machen wir mal so. Die andere Mischung überlegt da drunter. Hier haben wir zum Beispiel, das wäre dann ein 35er. Und hier steht das da drauf auf dem Karton. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Das ist ein 30er. Also ist eigentlich ein bisschen klein. Okay, aber mal gucken, vielleicht funktioniert das ja gleich. So, dann nehme ich einfach das Teil hier raus. Wenn es denn will. Ups, aufpassen. Das springt dann ganz schnell irgendwie ins Auge. So, ich kann jetzt Folgendes machen. Ich kann jetzt, also dieses hier ist eine Entfernung. Hier ist das also, das ist eine Entfernung, diese Entfernung hier. Die muss ich haben. Und das ist bei dem hier gerade so. Ja. Und gleich schauen, dass wir mal gleich mal ein bisschen verbessern. Eben rauf. Das Blöde ist, ich kann es nicht mehr vernieten. Da würde mir das jetzt ein bisschen hochrutschen, nachher, wenn ich das zusammen mache. Da kann man das nämlich auch sehen hier da. Na, ich mache ein bisschen Luft. Aber cool, wir wollen jetzt erstmal eben testen. Ah ja, hervorragend, der ist sogar fest. Und der ist zu. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie sieht das Ganze hier aus. Da sieht das auch gut aus. Kann der da weg? Nee, kann er nicht weg, also da. Frage ist, kann er da weg? Also ich brauche noch nicht mal groß eine bauen. Ich nehme einfach die vorhandene. So, jetzt geht das auch nicht mehr raus. Das hat auch die richtige Höhe. Ja, das kann man nicht wieder, kann man nicht mehr vernieten. Also trotzdem noch mal eben. Okay. Sehen, ist das noch alles drin? Ja, der wird wahrscheinlich jetzt rausgeflogen sein. Ja, der ist rausgeflogen. Also das ist noch nicht ganz richtig. Muss ich noch mal gucken, kann ich das wieder aufdrücken? Ja. Ja, also ich muss da noch eine kleine Unterlegscheibe drunter packen oder sowas, damit der nicht hochkommt und dann funktioniert der wieder. Okay, das war's von meiner Seite aus. Das mache ich aber gleich. Aber das ist nur mal so der Sinn. Wie funktioniert sowas? Wie kriegt man das ganz schnell mal eben so aus dem Stegreif hin? Genau so mache ich das. Oft. Hin und wieder. Manchmal. Immer. Nein. Okay, das war's von meiner Seite aus. Also ich biege mich nicht selber. Die brauche ich nicht selber biegen. Sowas gucke ich immer. Und dann versuche ich immer eben halt Schlösser zu nehmen. Und ja, dann funktioniert das Ganze wieder. Die kann man dann nochmal sich rausnieten und könnte man vielleicht nochmal als Dorne nehmen, wenn man was braucht. Oder hier habe ich auch einen, den könnte ich da auch reinsetzen, rausschlagen und dann nachher da einbauen. Okay, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt. Kleiner Nachtrag, also ich wollte hier eine Unterlegscheibe drauf machen, das ging aber nicht so und deswegen habe ich jetzt, weil der jetzt zu kurz ist, und deswegen habe ich jetzt den hier praktisch ein bisschen mit dem Hammer gedengelt. Dadurch geht das Material auseinander und kann nicht mehr hoch. Ein bisschen zusammengedrückt, noch eine andere Spannung drauf gegeben und das hält nicht, wahrscheinlich nicht ganz. So, und jetzt kommt er doch nicht mehr weg.
Und jetzt funktioniert das aber so, wie ich das haben möchte. Gut, das war noch mal eben. Genau, ein kleiner Nachtrag dazu.